Sie sind in der Gartengruppe vom Kubitz. Ja. Hinter Ihnen sehen Sie Zäune. Woher entstanden die? Wir haben eine besondere Situation. Der Liegenschaftsfonds hat seit Jahren hier einen Grundstück. Also Liegenschaftsfonds ist der zentrale Vermarkter für Immobilien auf Landesebene in Berlin. Der hat ein Grundstück und hat das abgezäunt mit Baugittern und versucht, dieses Grundstück gerade zu vermarkten als Bauland. Und da gibt es halt so ein bisschen andere Interessen in dieser Umgebung hier. Also sowohl von den Anwohnern als auch, ich bin hier mit in dem Gartenprojekt, also aus dem Gartenprojekt heraus, gibt es durchaus auch andere Interessen, als dass da vorne nochmal was gebaut wird. Was halten die Anwohnerinnen von diesem Town? Also die Anwohnerinnen, die sind nicht sonderlich begeistert. Das ist zumindest die Stimmung, die man so mitkriegt, wenn man dann so am Zaun lang geht und mit den Leuten redet darüber. Und die wollen den am liebsten weghaben. Die sagen, was soll dieser hässliche Bauzaun da? Der steht schon seit Jahren da und wir wollen den nicht. Und die würden sich sogar freuen, wenn Leute den einfach wegschaffen würden. Also so ist die Stimmung. Die Grundstimmung ist schon so irgendwie, nee, bebauen nicht und weg mit diesem Zaun. Ich sehe da drüben eine Art Osterei aus Bauzäunen. Was bedeutet das? Das ist eher ein Osternest, würde ich behaupten. Also wir waren halt am Folgetag, also am Sonntag hier, und da war halt diese Geschichte mit diesem Zaun. Also da hat irgendjemand diese Zäune zusammengestellt und ausgeschmückt und eine Schleife drum gebunden und draufgeschrieben, ein Geschenk für den Liegenschaftsfonds. Also da waren offensichtlich Anwohnerinnen oder Leute, die nicht so begeistert, dass dieser Zaun steht, aktiv und haben den einfach umgestellt. Trifft es zu, dass Teile des Kubitz-Geländes auch zu dem Gelände vom Liegenschaftsfonds gehören? Ja, also wie gesagt, bin hier aus dem Garten und es ist richtig, dass ein Teil dieses Geländes zum Liegenschaftsfondsgelände, was verkauft werden soll, gehört. Das ist so eine Schneise, irgendwie so ein kleiner Zipfel. Und man sieht es nicht richtig, weil die alte, also es ist ein Schulgelände, die alte Bezäunung verläuft halt falsch, weswegen Leute, die hier aktiv waren, das auch gar nicht richtig registriert haben, dass man auf dem Liegenschaftsfondsgelände ist. Und da ist halt jetzt über die Jahre auch Gartensachen entstanden und dann sind die Leute natürlich ziemlich verärgert, wenn das auf einmal irgendwie neu umzäunt werden soll und dass die Beete dann, die da angelegt wurden, aufgelöst werden. Und das, also es war eine Eigenaktivität von Anwohnerinnen, die einfach hier gestaltet hat und die fänden das nicht gut, wenn das einfach zurückgebaut wird. Das ist so die Sache, die man so mitbekommt. Liegenschaftsfonds. Was heißt das? Also der Liegenschaftsfonds, wie schon erwähnt, ist so der zentrale Vermarkter für Immobilien in Berlin. Also es ist so, dass es einen gewissen Zwang gibt, von den Bezirken Immobilien abzugeben an den Liegenschaftsfonds, weil die kosten einfach die Grundstücke, die sozusagen behalten werden vom Bezirk und leer stehen, die kosten dem Bezirk Geld, was er woanders nicht einsetzen kann. Das heißt, es gibt einen gewissen Zwang, das abzugeben. Und der Liegenschaftsfonds macht das einfach ganz nach Marktinteressen. Also es gibt kaum sichtbare Erfolge, wo einfach mal tatsächlich eine Stadtentwicklung gemacht wird und wo geguckt wird, geplant wird mit den Anwohnerinnen etc. Das merkt man hier auch im Weißen See, da werden halt auch schon wieder mehrere Grundstücke verkauft, unter anderem das. Oder es steht zur Debatte, was mit bestimmten Grundstücken des Liegenschaftsfonds passiert. Die stehen einfach eingezäunt rum. Da gibt es vielleicht kein Interesse auf der Kaufseite, aber die stehen halt da und man kann da einfach nichts mitmachen. So. Das heißt also, der Liegenschaftsfonds, als ist er auch eine privatwirtschaftliche GmbH, wo der einzige Gesellschafter die Stadt Berlin ist, der hat halt als GmbH das Interesse, Profit zu erwirtschaften. Das entsteht ein bisschen gegen die Stimmung, die in den Bezirken bei den Leuten ist, was sie gerne mit diesen Grundstücken machen wollen. Und da müsste auf jeden Fall mehr Beteiligung hin und dieser Raum, den der Liegenschaftsfonds besitzt, sollte für Alternativen auch geöffnet werden.